Ja, Leute, seid gegrüßt auf meinem Kanal, Ass Reiter. Und wir sind in Train Fever 2 in der Folge Nummer 4. Und hier unten schneiden sich gerade die Züge. Ja, wir müssen dann mal gucken, wie wir da weiterkommen. Wir hatten letztes Mal ja diese Bahnstrecke gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das optimieren. Allerdings bin ich so ein bisschen ja, am Überlegen. Hier steht so große Zahlen mit Minus. Da müssen wir mal schauen. Hier gibt es ja auch so einige Tabellen. Und da sieht man ja, was hier das Minus einfährt. Vor allem unser Schiff ist das und dann hier die Eisenbahn. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier nicht was falsch mache, indem ich hier nur zwei Anhänger dran habe. Ich glaube, wir müssen das mal weiter ausbauen. Und ich glaube auch, dass wir hier, ich meine, das wäre sinnig, halt hier auch die Strecke zu verlängern, ne? Dass wir da definitiv mit einem drei Bahnhöfen fahren. Das werden wir jetzt erstmal machen und dann schauen wir, wie das so ist. Dafür starten wir natürlich erstmal das Intro und dann sehen wir danach weiter. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, drehen wir mal die Karte so, dass wir hier vorwärts kommen und gehen da hinten nach Hallendorf, heißt der Ort. Dann müssen wir hier hin, dorthin und dann müssen wir die Gleise hier so mal vorschicken und wir haben nicht genug Geld dafür. Okay, das bedeutet, wir müssen einen Kredit aufnehmen. Ich hoffe, da kommen wir mit 500.000 hin. Ne, das war da. Da ist richtig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da hinkommen. 120 sieht schon mal gut aus. Da ist auch überall 120, alles ist gut. Hier hinten müssen wir noch schauen, wo der Bahnhof dann hinkommt. Lass uns erst den Bahnhof vielleicht bauen, oder? Ein Kopfbahnhof. Wir drehen den mal so hin. Ach, guck mal, das Geld ist dafür auch schon alle, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen noch mal eine halbe Mille aufnehmen. Dann wieder in die Gleise, in den Bahnhof und den wollen wir hier mal so hinmachen, oder? Jetzt ist es ein klein bisschen im Weg hier, ne? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mach den mal so dahin. Und dann müssen wir noch die Gleise verlängern von hier. Ach so, dann müssen wir noch mal dahin. Dahin. Von da nach. Ist angeschlossen, ja. So, das haben wir jetzt. Und dann ist dann die Überlegung natürlich. Wir haben ja zwei Züge. Oh, das ist. Wie fahren wir da? Können wir den hier ausbauen? Könnte man natürlich auch, ne? Konfigurieren. Plattform. Passagiergebäude, Gütergebäude, verschiedene. Ne, Gleise wäre es, ne? Wie kriege ich denn da einen mehr hin? Hier so? Einfach so daneben machen. Ist das dann so richtig? Ist das jetzt ein Anschluss von Zug? Ich denke mal, ne? Okay, das bedeutet jetzt Gleise. Ist es länger, fahren sie auch schnell da rein, ne? Mach mal so, ist egal. So, und dann müssen wir den Zug aber ändern. Helling, das ist auf jeden Fall zweigleisig jetzt. Und jetzt werden wir die Züge aber auseinandernehmen. Wir haben ja zwei und nämlich einer wird jetzt eine neue Linie begründen. Wie war das mit den Linien? Fahrzeug verwalten. Neue Linie. Die geht von hier nach da. Und das Fahrzeug, was da drauf soll, kommt gerade hier unten eingefahren. Fahrzeug verwalten, kommt auf Linie 6 wahrscheinlich dann, ne? Ich hoffe, da sitzen die Leute noch drin, ne? Und ich hoffe, der fährt auch gleich da hinten weiter.
Und dann müssen wir mal nach Signalen gucken, die das hier originalisieren, wer wo reinfährt, oder? Oder gibt es das gar nicht damals? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es erst später eingeführt worden. Also der fährt da jetzt rein, das ist schon mal gut, ne? Und fährt er jetzt geradeaus weiter? Das wäre noch besser. Ich lasse mal gerade überlegen, wie viel. Drei Waggons hat er dran. Ne? Und der fährt auf jeden Fall schon mal richtig. Da bin ich ja schon mal schön zufrieden, ne? Okay, jetzt ist nur die Frage, wie geht das weiter? Weil, das mit den Signalen und so, das müssen wir jetzt noch gerade checken, ne? Weil es gibt nur diese Signale, aber das bringt mir doch nichts, oder? Ist das so? Ich glaube, so ist das dann, ne? Boah, das kostet jetzt mal Geld und ich ersetze das nur, oder was? Ich weiß nicht, ob die Signale so funktionieren. Das sieht natürlich richtig schäbig hier aus, ne? Wo sind die Züge? Ist die Frage. Der eine steht da, hat 12 und der hat auch zu wenig Waggons. Da müssen wir auch noch was dran machen. Wir stehen jetzt hier 12. Und da hinten steht noch niemand, aber das ist ja auch ganz frisch. Und hier unten, wir stehen da. Reichlich 55. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Murks ist, was ich gebaut habe oder so, aber. So, Linienverwaltung. Was machen wir mit unserem Schiff? Stoßen wir es ab oder nicht? Zwei Passagiere, kommt gerade irgendwo an. Wie viele stehen da? Einer. Ich glaube, die Kosten von dem Schiff, ne, die sind viel zu hoch. Ich glaube, das können wir uns momentan nicht leisten. Obwohl, jetzt stehen hier 50.000 plus, ne? Aber weiß wieder keiner, wie sich das ergibt. Das ist. Wenden, Fahrzeug ins Druckpost schicken, Linie zuweisen, anhalten. Wie kann ich es einmutten? Oh, jetzt fährt es auch noch andersrum. So, jetzt ist verkauft. Oh, wir haben viel Geld dafür gekriegt. Kann ich das auch verkaufen? Ich würde das gerne auch verkaufen. Was ist jetzt hier? So, die Linie müssen wir auch noch wegmachen. Linie verwalten. Wo ist Linie löschen? Da wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt ist das Problem weg. Hol noch den nächsten Bagger raus für den. Geld kriegen wir da, glaube ich, keins für wieder, ne, oder? Ne. Das Geld ist flöten. Fürs Schiff haben wir noch was wiedergekriegt. Das ist ja schon mal was, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist hier schon ein Zug angekommen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Bei dem, was ich da gebaut habe, klappt das wahrscheinlich. Aber er fährt ja noch, ne? Also ist ja nicht. Und wenn er noch fährt, dann könnte es ja auch klappen vielleicht. Ne? So, jetzt haben wir hier die zwei Züge, die teuer sind. Mal gucken. Fahrzeug verwalten. Gewähltes Fahrzeug ändern. Aha. Hinzufügen.
Machen wir mal zwei Anhänger noch mehr. 283.000, aber geht, haben wir. Wo ist er jetzt? Da. 24 Passagiere können mit. Und wie viel stehen hier? 16, okay. Auf jeden Fall besser wie die 12. Und wo ist der andere? Der hat ja auch nicht so viel, ne? Fahrzeug verwalten. Fahrzeug ändern. Der hat schon drei, aber der kriegt jetzt noch einen hinzu. So, fertig. So will ich's haben. Ich hoffe, jetzt geht's. Fährt natürlich dadurch noch langsamer, ist auch klar, aber dafür fahren auch mehr mit. 16 stehen hier noch. Und hier stehen 14. Ah. Hier steht schon ein großes Männerchen, ne? 66, ich glaube, auf dieser Linie. Linie 5 braucht noch mehr Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge klonen. Können wir ruhig machen. Ja, dann sind es 4. Nicht genug Geld, okay. Okay. Wann kommt der Zug an? Da jetzt. Hat er denn dann Passagiere, dass wir genug Geld kriegen? Müsste eigentlich reichen dann, oder? Und fährt er hier rein? Das ist die nächste Frage. Das, was ich hier gebastelt habe, sieht schon komisch aus, ne? Aber vielleicht funktioniert das sogar. Wo ist denn der Zug? Da. Da bin ich mal gespannt. Alle Signale sind ja unten, ne? Ah, da geht eins hoch. Er darf reinfahren. Hat wohl funktioniert. Wir haben noch 10.000 plus. Und er hält jetzt an und dann steigen ein paar aus und wir haben mehr plus. 90.000. Das ist ja schon nicht schlecht, ne? Hier steht natürlich jetzt keiner. Da hinten stehen aber welche? Zwei. Ist der andere Zug schon da? Ach, der fährt schon zurück. Hat aber keine mitgenommen. Aber es sind jetzt welche da. Das heißt, das wird auch mehr werden. Ist jetzt eine teure Fahrt zurück, aber ist halt so. Müssen wir gucken. Der war jetzt fast voll. 16. Da steht keiner natürlich. Jetzt wird der da teuer werden für uns. Aber momentan, ja, weiß ich nicht. Hier haben wir jetzt Leute draufgesetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es denn da unten aus. Wie viel stehen denn hier? Da steht schon mal keiner. Aber hier stehen ganz viele. Terminal ist 43 von 60 möglichen. Hier stehen auch welche. Dreier. Wir Kutschen sind auf der Linie 2. Fahrzeug verwalten, ja, sind zwei drauf. Lass mal gerade hier gucken, weil da sieht man ja, welche Linien Geld machen und welche nicht. Das ist die, ne? Ja. Die macht auch Geld. Vielleicht können wir da noch ein Fahrzeug mehr draufsetzen. Warte, da muss ich aber... Ne, irgendwie ging das anders. Ich glaube, über Fahrzeug verwalten, ne? Das. Linie 3, Fahrzeug kaufen? Ne. Wie kann ich denn hier Fahrzeug kaufen machen? Gar nicht. Alle Fahrzeuge verkaufen, alle Fahrzeuge ins Depot schicken, alle Fahrzeuge klonen. Ne, das will ich nicht, das ist mir zu viel. Alle Fahrzeuge ersetzen. Habe für alle Fahrzeuge ändern. Ne, das will ich auch nicht. Wie kriege ich denn hier oben jetzt? Dieses hier an. Wahrscheinlich nur, indem ich hier auf den Lokschuppen gehe, ne? Fahrzeug kaufen, so sieht's wohl aus. Ach so, ich muss das wohl so machen. Kaufen für... Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwas klappt hier jetzt gerade nicht. Ach so, weil wir Minus haben, alles klar. Wo sind denn unsere Züge?
Er fährt da lang mit 16, okay. Und der andere kommt da mit 0 an, ist klar. Hoffentlich sind wenigstens welche. Ne, sind noch nicht mal welche für da hinten da, ey. Aber wir können auf jeden Fall sehen, ob er einfährt, ne? Weil hier haben wir auch so einen Müll gebaut. Wenn man es Müll nennen kann. Weil irgendwie. Weiß ich nicht. Aber Signal geht frei. Es muss wohl klappen, dass der da hinfahren kann, ne? Aber niemand will da mitfahren, das ist das Problem. Das wird ein teurer Zug hier. 120 Miese. Aber da hinten stehen jetzt wenigstens schon mal 4. Und ich schätze mal, hier werden jetzt dadurch, dass der hier einmal angekommen ist, werden hier wahrscheinlich auch mehr stehen. Auf Dauer. Aber wir haben immer noch, ach so, weil wir kein Geld hatten, deswegen ging das nicht. Sollen wir noch einen Kredit aufnehmen? Ich denke ja. Wie viel haben wir denn noch? Okay, dann sind es jetzt 8,5 Millionen. Und jetzt wollten wir hier ein Fahrzeug kaufen, eine Kutsche, die hier unten noch fährt. Fahrzeug kaufen, diese Kutsche kaufen. Und dieses Fahrzeug auf die Linie 3 setzen. Dann ist hier einer mehr, weil hier sind ja so viele, ne? Ja. Da ist zwar nur einer und hier ist keiner, aber die müssen erstmal hier irgendwo hinfahren, ne? So, jetzt die nächste Geschichte ist hier oben dann. Wie sieht's auf der Linie aus? Auch viel zu viele. Kriege ich jetzt hier auch mal, so wegen Linienansicht ist das weiß. Das ist Linie 5. Komm, dann mach mal. Also hier stehen ja schon mal 67. Hier stehen 17. Und da stehen, also hier. Ja, jederzeit möglich. Da stehen nur 7 und da stehen 3. Aber hier sind schon so viele, dass ich sagen würde, klonen mal diese 2 Fahrzeuge. So. Dann wird das schon besser. Und hier oben haben wir jetzt in Hallendorf natürlich. Gar keine, dieses ist ja nur so abgedeckt. Das heißt, wir müssen da mal gerade schauen, dass wir hier eine innerstädtische Linie noch hinkriegen, ne? Hier. Und Gebäude. Vielleicht sollten wir sowas hier mal bauen am Bahnhof. Tramstation. Warte, da sieht man so, wie das so da dran ist. Sieht man da aber nicht, ne? Warte, wie kann ich das drehen? So, ne. Wie kriege ich das denn jetzt hin? So wäre es wohl verbunden, ne? Dann können die da rüberlaufen. Dann machen wir das doch mal so, oder? Zack. So, und dann, ne, Gebäude war schon richtig. Das hier noch. Warte mal, die sind jetzt abgedeckt durch den. Die waren schon so abgedeckt. Das bedeutet, wir machen hier noch ein Häuschen hin. Ja. Nochmal dahin und nochmal dahin. So weg und jetzt brauchen wir erst ein neues Fahrzeug, das hier rauskommt. Fahrzeug kaufen, können wir gleich mal 3 machen. Kaufen wir. Und die immer der neue Linie zuweisen, die dann hier hinten ist. So passt's, ne? Autosave hat er gerade gemacht und ich hoffe, dass die da oben jetzt alle fahren. Ne, da war es nicht. Ja, da kommen sie alle 3 raus, passt.
Wunderbar. Dann sollte das abgedeckt sein. Wie sieht es mit dem Geld aus? 12.000 steht hier. Was sagen unsere Fahrzeuglinien? Okay, Linie 6 sehr teuer. Linie 2 ist okay. 58 haben wir hier. Geht, ne? 128. Miese. Wo ist denn die Linie? Hier unten ist das diese, ne? Wir wollen dann jetzt. Linie 6 will noch keiner fahren. Wo ist denn der Zug? Da kommt er gerade an. Da sitzt keiner dran. Und hier sind jetzt wenigstens schon mal vier, die zurück wollen. Okay. Wird wohl werden, denke ich mal, auf Dauer. Müssen wir nur gut beobachten, ne? Unser Geld ist ja nicht. Oh, aber hier steht jetzt wieder 396.000 Miese. Ich habe keine Ahnung, wie die Rechnung ist. Bei Simotrans ist das ziemlich einfach, da erkennt man das. Naja, egal. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.